Jo Freunde, willkommen zu diesem Video und zu einem neuen Auftrag hier von den Widerstandsaufträgen, Woche 3. Wir haben hier gerade Phase 2 von 2, trifft verschiedene Ziele mit einem Scharfschützengewehr aus mindestens 75 Metern Entfernung. Ziele sind hier gemeint, nicht Person oder Gegner, sondern ihr müsst richtig Ziele treffen, die halt auf der Map wirklich draufstehen. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das funktioniert. Und dafür braucht ihr natürlich hier erstmal ein Scharfschützengewehr, quasi wie ich jetzt hier mir geholt habe. Müsst ihr euch erstmal holen, sonst klappt das Ganze nicht. Liegt auch nirgendwo davor, deswegen das erstmal aus den Truhen holen. Und dann markiert ihr euch hier am besten die Orte, wo das Ganze ist. Entweder wenn ihr oben seid, hier einfach, dann hier bei The Daily Bugle, hier oben sind die drauf. Und ich bin gerade hier unten bei Chonka Speedway, das ist dann hier oben auf dem Berg. So, ich habe es mir jetzt markiert, wo das ist. Das Ganze ist da in diese Richtung. Wenn ihr jetzt da hoch guckt, dann seht ihr auch, dort, das sind die Ziele. Und insgesamt müssen wir auch, ich glaube, 3 treffen. Genau, 3 müssen wir treffen. Also alle von diesen 3 Zielen müssen wir treffen. Da oben steht, glaube ich, noch Ferngläser. Die sind das nicht. Also wirklich die Ziele. Und wichtig, aus mindestens 75 Metern Entfernung. Deswegen bin ich auf dem Berg. Ich markiere mal hier und dann sehe ich schon 96 Meter. Das passt. Deswegen schieße ich jetzt einfach mal drauf. Drauf zielen und zack, dann seht ihr schon, trifft verschiedene Ziele mit einem Scharfschützengewehr aus mindestens 75 Metern. Jetzt seht ihr auch, das leuchtet nicht mehr, die beiden leuchten noch, deswegen schieße ich da jetzt auch drauf. Zack, zweites und dann habe ich noch das dritte hier, einmal das dritte und dann seht ihr auch schon, Aufgabe abgeschlossen, perfekt, 3 von 3. Und so macht ihr das ganz einfach. Wie gesagt, markiert es einfach genau an diesem Ort, wo das hier euch vorgeschlagen wird oder beziehungsweise angezeigt wird, dann findet ihr auch direkt die Ziele. Andernfalls müsst ihr noch mal ein bisschen gucken, irgendwie, wo das ist, aber in der Regel auf dem Berg oben drauf sind die oder bei The Daily Bugle halt die direkt hier oben drauf. Deswegen relativ easy, wenn man hier weiß, was man machen muss. Das auch zu dieser Aufgabe kurz und knapp und wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen und ja, bis zur nächsten Aufgabe, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.